So wie bei der Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen ist die Umwandlung von Lichtenergie in andere Energieformen ein wesentlicher Faktor der grünen Energiewende. Allerdings geht derzeit etwa bei der Produktion von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse noch sehr viel Potenzial verloren. Patricia Brugger erforscht im Rahmen ihrer Masterarbeit neue Methoden zur Umwandlung und Speicherung von Lichtenergie und setzt dabei auf Prozessbeobachtung im Nanobereich. Um diese Prozesse beobachten zu können, braucht man sogenannte Femtosekundenlasertechnologie, weil diese Prozesse auf molekularer Ebene eben extrem schnell stattfinden. Und diese Technologie, die ich gerade erwähnt habe, verwendet eben sehr, sehr kurze Lichtblitze. Die sind wirklich nur im Femtosekundenbereich, sprich im Bereich vom Millionstel, vom Milliardstel einer Sekunde, also wirklich extrem kurz. Und das Besondere an der Arbeitsgruppe, in der ich arbeite, ist eben, dass wir mit Helium-Nanotröpfchen arbeiten. Und das kann man sich eben vorstellen wie einen sehr, sehr kleinen Kühlschrank. Und in diesen kleinen Kühlschrank setzen wir dann unsere Moleküle und können sie damit dann eben unter sehr kontrollierten Bedingungen beobachten. Salopp ausgedrückt macht das Einfrieren der Moleküle im Helium die Beobachtung der Wechselwirkung zwischen Photonen und einzelnen Atomen erst möglich. Und damit etwa auch neue Erkenntnisse darüber, wie man grünen Wasserstoff künftig auch ohne Elektrolyse herstellen könnte. Die Natur macht uns das vor, Photosynthese. Die wandelt Lichtenergie in das um, was wir dann letztendlich in den fossilen Brennstoffen mehr verbrennen. Dann, nicht? Und wenn wir lernen, wie das genau funktioniert, kann man das nachmachen. Und dann kann man direkt Lichtenergie mit Zusätzen Wasser, CO2 und solchen Sachen in einen Treibstoff umwandeln. Wasserstoff, grüner Wasserstoff ist das Stichwort, Ethanol, solche Sachen. Noch steckt die Forschung mittels Heliumtröpfchen in den Kinderschuhen, doch Patricia Bruggers Beobachtungsmethode ist ein weiterer Schritt in Richtung besseres Verständnis der Umwandlungsprozesse. Und mit Blick auf breitere Anwendung ist auch die Entwicklung neuer Speicherformen ein potenzielles Ziel. Zum Beispiel Treibstoffe, andere chemische Energie im Endeffekt. Und da gibt es noch nichts, was wirklich auf technologischer oder industrieller Basis gut funktioniert. Deswegen braucht es dafür Grundlagenforschung, dass es da einmal zu einer Anwendung kommt. Die zunehmende Digitalisierung fast aller Lebensbereiche erhöht sukzessive auch die Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit. Florian Krieger hat sich in seiner Masterarbeit deshalb mit der Optimierung von sogenannten homomorphen Verschlüsselungssystemen beschäftigt. Es ist eine sehr spezielle Verschlüsselungstechnologie, die ermöglicht, auf verschlüsselten Daten Berechnungen durchzuführen. Das geht in herkömmlichen Verschlüsselungsmethoden nicht. Da kann man nämlich nur Daten verschlüsseln und wenn man damit Berechnungen durchführen will, muss man sie vorher entschlüsseln. Und das ist natürlich ein sehr großes Privatsphärenproblem. Weil die homomorphe Verschlüsselung allerdings bisher um den Faktor 6 mehr Berechnungs- und Energieaufwand benötigt, wird sie nur selten eingesetzt. Doch das dürfte sich durch Florian Kriegers Arbeit bald ändern. Er hat nicht nur die komplexen Berechnungsmethoden optimiert, sondern auch einen speziellen Chip entwickelt, mit dem die Bearbeitung verschlüsselter Daten nun wesentlich schneller und energieeffizienter möglich ist. Diese Optimierungen haben wir dann in einen Hardware-Chip gegossen. Das heißt wirklich auch dahingehend optimiert, dass wir hardwarefreundliche Berechnungen verwenden, die erst in Hardware besonders effizient sind. Und basierend auf dem wirklich einen Hardware-Chip entwickelt, den haben wir dann auch getestet und den Source Code public gemacht. Das heißt, man kann das einfach herunterladen und schauen, was wir in unserer Arbeit gemacht haben. Nachdem dieser Chip die Berechnungen bis zu 3-mal schneller als jede Hochleistungs-CPU bewältigt, ist das Interesse an Kriegers Arbeit sowohl in der wissenschaftlichen Community als auch auf wirtschaftlicher Ebene enorm. Die Industrie ist sehr interessiert. Also wir arbeiten zurzeit mit Samsung zusammen. Also sie stellen uns ein Forschungsbudget zur Verfügung und wir entwickeln das Chip-Design für sie dann. Für Machine Learning oder für die Home of Encryption. In 5 bis 7 Jahren, so schätzen die Fachleute, dürfte es die ersten Mainstream-Anwendungen geben, mit denen dann etwa auch sensible medizinische Daten bei der Weiterleitung durchgehend verschlüsselt bleiben können. Für Bier gilt hierzulande seit mehr als 400 Jahren das Reinheitsgebot. Gebraut wird ausschließlich mit Hopfen, Hefe, Malz und Wasser.
Was dabei übrig bleibt, ist der sogenannte Biertreber, der rund 85% der Brauchrückstände ausmacht. Wir reden hier von einem absoluten Massenprodukt, wo wir in Österreich jährlich bis zu etwa 200.000 Tonnen produzieren. Das fließt üblicherweise fast 1:1 als Tierfuttermittel ab, also kann von den Brauereien bereits verkauft werden. Jetzt haben wir aber einen Rohstoff, der neben Kohlenhydraten noch sehr viel Protein beinhaltet. Wir sprechen ja von bis zu einem Viertel oder bis zu einem Drittel unter gewissen Voraussetzungen. Und Ziel des Projekts war eben, dieses Protein abzuisolieren und was Höherwertiges daraus zu erstellen, was sich auch zum höheren Preis verkaufen lässt. Und genau das hat Andrea Strahlhofer in ihrer Masterarbeit umgesetzt. In Kooperation mit dem Industriepartner AEE InTech entwickelt sie nicht nur ein optimiertes Verfahren zum Isolieren der Proteine aus dem Treber, sondern auch eine Recycling-Methode für Enzyme, die an die Proteine gebunden werden, um dann als Biokatalysatoren etwa zur Herstellung von Medikamenten eingesetzt zu werden. Um die Mehrfachverwendung zu ermöglichen, verknüpft die Biotechnologin die Proteine zu einem Netzwerk aus rund 1 mm großen Partikeln. Und durch diese Immobilisierung auf diese Partikel, die durch die Proteine von den Biertreber hergestellt worden sind, kann man eben diese Enzyme recyceln. Das heißt, man gibt diese Enzyme, die an den Partikeln gebunden sind, in ein Substrat und die Enzyme, die gebunden sind, konvertieren dann dieses Substrat in ein Produkt. Und man kann dann im weiteren Sinne diese Partikel wieder von der Produktlösung abspalten und in eine neue Substratlösung geben, was dann wiederum ins Produkt umgewandelt wird. Mindestens 10-mal bzw. 32 Stunden am Stück können so die Enzyme wiederverwendet werden, was kombiniert mit der verbesserten Proteinextraktion wirtschaftliche Vorteile für alle Beteiligten ergibt. Natürlich ist es eine Kostenfrage. Also je öfter man natürlich was verwenden kann, desto besser ist es für den Prozess.